Hey Sonja und weiter geht's mit Teil 3 mittlerweile von unserer überragenden Geschichte. Kurze Zusammenfassung, wir sind jetzt im Schloss angekommen. Ja, wir wollen den Wettbewerb gewinnen. Wir wollen die Königin werden. Wir wollen bald den König heiraten. Wir müssen uns nur gegen 12 andere Teilnehmer auseinandersetzen. Also bitte votet für uns in den Kommentaren, damit wir den König heiraten können. Richtig, wir brauchen eure Stimme. Okay. So, das hier ist scheinbar die Haushälterin, die Vivian, ja? Du bist das Mädchen aus dem Dorf, ja? Ja, Madame. Du kannst mich Vivian nennen. Oh, ja, wir kriegen nicht die Abkürzung angeboten. Ah, kommt noch. Ich muss jetzt los, aber wir sehen uns später vor der Zeremonie. Was mache ich jetzt? Ja, stimmt. Was macht sie da jetzt eigentlich? Ich weiß auch nicht. Wir chillen jetzt hier. Wir sind in diesem Riesenschloss, was so ein bisschen aussieht wie so eine Vampirfestung, weil alles rot und dunkel ist. Das Schloss ist ja riesig. Müsst ihr da nicht im Fernsehteam sein? Müssten wir nicht unter Beobachtung stehen? Was ist wohl hinter dieser Tür? Alleine aufgegangen. Oh. Eine Bibliothek? Ah, nicht schlecht. Aha, sieht verlassen aus. Seht. Oh. Die Symbole auf dem Buch. Sie kommen mir so bekannt vor. Okay. Das ist... Oh, nein! Das ist Kurts Tattoo. Oh, jetzt wird's jetzt interessant, das oder? Das ist ja wild. Kurt ist aus der Königsfamilie, nehme ich an. Was macht das auf dem Buchumschlag? Und warum wurde es da oben versteckt? Ganz versteckt. Ich habe noch nie ein Buch gesehen, was besser versteckt wurde, ganz ehrlich. Das ist ein Rätsel. Das muss ich lösen. Das Tattoo, es muss eine Bedeutung haben. Oha. Ich klettere einfach rauf und... Oh mein Gott, wir sind ja so ein Kletterer. Oh, oh nein, nein, wir fallen. Da ist er. Da ist er. Unser Mann der Träume, Nummer 2, nach Kurt. Ich hatte nicht erwartet, in diesen kräftigen Armen zu landen und festgehalten zu werden. Oh Mann. Ist das etwa der König? Weiß nicht. Könnte sein. Oh mein Gott. Der König. Er hält mich in den Armen. Sagt er nochmal was? Noch besser aus als im Fernsehen. Nö. Das ist stumm. Er hält sie einfach nur in den Armen. Seine perfekten, vornehmen Gesichtszüge. Er ist einer der bestaussehendsten Männer der Welt. Augenblick mal, warum starrt er... Danke! Danke, Rosi! Danke, warum starrt er mich schweigend an? Was soll ich tun? Also ab dem Punkt würde ich sagen, bleib still und warte drauf, dass er was sagt. Ja, ja. Ich kann ihn nicht lesen. Er geht jetzt einfach wieder. Er ist gekommen und jetzt geht er einfach wieder. Hä? Er ist gerade einfach rausgegangen. Also jetzt bin ich verwirrt. Großartig. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Das war die falsche Antwort. Zumindest hätte er nicht die Wachen gerufen, um mich hinzurichten. Könnte er aber noch. Oh nein. Nein, die Wachen! Oh nein. Du kannst doch nicht einfach in die private Bibliothek des Königs gehen, Junge! Junge! Ich hab dir gesagt, du sollst warten! Naja, streng genommen habt ihr gesagt, ich soll hierbleiben. Also wir sind leider Besserwisser. Boah, das ist übel. Also im Schloss. Ich bin im Schloss. Junge, ich mag dich nicht, Rosi. Nee, nee. Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht wegbewegen. Verstehe ich. Ich hab mich nur mit meiner Umgebung vertraut gemacht. Boah, jetzt ist gut. Hat König Felix dich gesehen? Lache mysteriös. Bitte lass uns lachen mysteriös. Lache mysteriös. Oh ja, das ist mysteriös gewesen. Also lernt man was. Was gibt's da zu kichern? Tja, oh, nichts Wichtiges. Ist jetzt auch egal. Komm mit, wir zeigen dir dein Zimmer. Das ist aber kein ist schönes unser Zimmer. Oh mein Gott. Das ist kein schönes Zimmer. Ich dachte, wir sind in dem Schloss. Was ist denn das? Aber so sah das früher aus. Ja, nix früher, die haben Handys. Stimmt, das ist ja heute. Das ist dein Zimmer. Die meisten Mädchen haben traumhafte königliche Kammern. Oh, aber nach dem, was du abgezogen hast, kannst du hier schlafen. Weil wir mysteriös gekichert haben. Nein, es tut mir leid. Oh, ich bin sicher, du wirst richtig gut schlafen. Träum süß. Danke. Sieh zu, dass, dass du die Ratten nicht wächst. Wie soll ich hier jemals einschlafen? Und der König hat gar nicht so böse gewirkt. Immerhin bin ich noch am Leben, obwohl ich in der Bibliothek auf ihn gefallen bin. Kommt rein. War ja schon fast romantisch. Ja, total. Wie gefällt euch eure Kammer, Fräulein Rosi? Das ist ein Loch. Tut mir leid, nicht meine Entscheidung. Naja, vielleicht könnte sie das sein. Warum hassen uns alle? Warum hassen uns alle, ist meine Frage. Es gibt noch eine weitere Kammer, in die du ziehen könntest. Die ist um einiges schöner als das hier. Ja, wirklich? Hier entlang. Oh, hä?
Hat sie nicht... Oh. Ich bin so verwirrt. Hat sie nicht gerade gesagt, ja, es hätte aber auch ihre Entscheidung sein können? Aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht auch nicht. Das passt doch gleich viel besser zu einer Dame wie dir. Samtene Vorhänge, eine Matratze aus weichsten Daunen, dein eigener Kamin... Was wird uns das jetzt kosten? Du solltest hier schlafen, ist viel gemütlicher. Außerdem vermisst du dein Zuhause bestimmt ganz früh. Vielleicht hilft es dir, etwas weniger Heimweh zu spüren. Nachdem das eine königliche Kammer ist, werden die anderen Mädchen denken, du hast einen Vorsprung. Schlafe mit Stil oder bleibe im Loch? Ich denke, schlafe mit Stil, hä? Huh? Hey, ich glaube, ich würde im Loch bleiben. Du möchtest im Loch bleiben? Ja, damit die anderen nicht denken, dass ich so viel weiter bin, weißt du? Wir wollen es ja gewinnen. Ah, oh, okay. Vielleicht täuschen wir einfach strategisch bleiben vor. Wir im Loch. Ja, aber wir können auch mit Stil nee, schlafen. Nee, wir sind jetzt im Loch. Wir sind okay. Im Loch. Ich denke, ich sollte lieber im anderen Zimmer bleiben, Vivian. Oh, wenn es das ist, was du möchtest, dann begleite ich dich zurück. Kommt schon, morgen ist ein großer Tag. Am nächsten Tag. Ich habe solches Heimweh. Hätten wir nicht im Schlafen mit Stil gehabt, wahrscheinlich. Es ist immer noch dunkel. Wahrscheinlich habe ich kaum geschlafen. Tja, meine Fenster gehen alle zur Wand raus. Ich werde nie wirklich sagen können, wie spät es ist. Ich werde nie Tageslicht sehen. Wie geht dein Fenster zur Wand raus? Vor allem, ich werde nie Tageslicht sehen. Sie ist seit exakt einem Tag in dieser Kammer. Und sie kommt doch auch raus. Also sie ist da ja nicht eingesperrt. Kommt herein. Was denn das? Wieso ist sie so klein? Lucille. Wie läuft's? Gleichgültig gut gelaunt oder höflich? Ich sag, wir sind gut gelaunt. Okay. Wir werden nie wieder Tageslicht sehen. Wir sind auf dem Hochpunkt. Lucille ist glücklich, dass du glücklich bist. Morgen, wie heißt du? Mein Name ist Lucille und ich bin Vivians Lehrmädchen. Oh. Sie hat mich geschickt, weil sie nicht selber herkommen konnte. Wollte. Sie denkt wahrscheinlich, dass ihr eine hohle Steppe seid. Alter. Aber das ist nur unwahrscheinlich. Alle hassen uns. Wir sind schon im Loch. Alle hassen uns trotzdem. Warum bist du hier? Was haben wir denn getan? Oh, total vergessen. Oh, sie macht einen Knicks. Sie macht einen Knicks. Er hätte ebenfalls knicken sollen, als ich reinkam. Gib zu, dass du die Geflogenheiten nicht kennst. Mach dich drüber lustig oder mach jetzt schnell einen Knicks. Jo, gib's zu. Gibst du? Ja. Ja, komm, ja, sei ehrlich. Zu. Lucille schätzt deine Ehrlichkeit. Guck mal, Lucille und ich, wir freunden uns an. Das ist unsere Person. Es tut mir leid, ich weiß nicht so genau, wie ich mich hier im Schloss verhalten soll. Jo, kein Ding, Mann. Ich war hier auch mal in ersten Schach. Ist gar kein Problem. Ich zeig dir, was zu tun ist. Wie auch immer, alle sieben Frauen, die um die Rolle als... Wieso sieben? Sieben. Es waren vorher drei. Sind die alle tot oder was? Die sind alle tot. Die wurden den Krokodilen vorgeworfen. Vivian angeleitet. Okay. Aber es sind wirklich. Waren es nicht 13 Frauen insgesamt? Okay. Sieben? Was ist mit den übrigen sechs passiert? Ihr solltet euch besser ankleiden und zum Wohnzimmer hopfen. Okay, also sind sie wirklich den Krokodilen vorgeworfen worden. Oh no. Zum Glück nicht beunruhigt. Ich würde euch begleiten. Cool. Cool, danke. Mit dem sind wir eh schon Best Buddies. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ihr seid es. Wir freuen uns, dass wir den sehen. Oh, ich bin nicht der, der euch begleiten wird, Miss Rosie. Oh, no. Oh, nein. Bin ich nicht ein Glückspilz? Wer ist da? Ach so, das ist Vivian. Ich dachte, Vivian hat keine Zeit heute. Willkommen, meine Damen. Ah, das sind sie alle. Das sind sie alle. Sie sehen alle recht gelangweilt aus. Alle tragen weiß. Weiß symbolisiert Unschuld. Wie oft wollt ihr das noch sagen? Bis jetzt in jedem Teil wurde fünfmal gesagt, weiß symbolisiert Unschuld. Ist okay. Geschichtlich gesehen ist weiß die Farbe, die man am Lostag trägt. Also haben sie das von zu Hause mitgebracht. Ich mag dein Kleid, Rosi. Es ist weiß, aber es sticht hervor? Ist das was Gutes? Wahrscheinlich. Jetzt geh bitte zu den anderen. Inwiefern sticht das hervor? Ich weiß es nicht. Warum haben alle anderen exakt das gleiche Outfit an? Die Frauen sind so schön. Warum aber weinen so traurig. Die alle? Wissen Sie, was mit den anderen passiert ist? Will ich wissen, was mit den anderen passiert ist? Aus irgendeinem Grund sehe ich nur sechs von euch. Jetzt sind es nur noch sechs? Ist noch einer tot? Oh no. Wer fehlt? Ah, okay. Nee, die hat es geschafft. Die war nur spät. Theresa. Die Damen. Oh, die knickst oder? Oh, die knickst. Alter. Was? Die also einfach... umgenietet. Hallo? Hast du mich gerade einfach weggeschubst? Wie starrst du so an, Dorfmädchen? Du lernst besser, wo du hingehörst, bevor ich dich dahin zurückschubse. Oh. Mädchen wie du knien vor Adligen wie mir. Sicher nicht. Was glaubt sie, wer sie ist? Was machen wir? Ich meine, wir wollen das am Ende gewinnen. Uns ist egal, ob Theresa uns mag. Oder Therese, oder wie auch immer sie hieß. Lass doch einfach nicht streiten. Ja, lass nicht streiten. Du konzentrierst dich lieber drauf zu überleben. Ja. Das ist nämlich sinnvoll, weil scheinbar ist es hier wirklich Leben und Tod.
Ich mache mir lieber keinen Ärger. Genug geredet. Wir haben keine Zeit. Wir haben nur 2 Stunden für diese Übungseinheit, bevor ihr wieder auf eure Zimmer geht und da bleibt, bis die Loszeremonie beginnt. Am Ende der Zeremonie wird König Felix entscheiden, wer von euch bleiben wird. Und wer stirbt. Und wer stirbt. Solltet ihr ausgewählt werden, erhaltet ihr eine Entlohnung, die euch zur freien Verfügung steht. Normalerweise wird diese dazu verwendet, neue Kleidung zu kaufen, aber ihr dürft sie auch euren Familien senden, wenn ihr möchtet. Ich freue mich schon drauf, die schicken neuen Kleider zu tragen. Bitte hör auf zu reden. Ja, bitte. Lasst uns einfach mit ein paar einfachen Regeln beginnen. Für heute Abend möchte ich, dass ihr 3 im Kopf behaltet. Sie gelten nicht für den König alleine, sondern auch für seine Schwester, Prinzessin Faye, die Berater des Königs und für alle mit höherem Rang als dem euren, also alle. Regel Nummer 1, sprecht nur, wenn der Adel zu euch spricht. Regel Nummer 2, sollte es dazu kommen, dass ein Adeliger mit euch spricht, sprecht niemals über euer Leben vor dem Schloss. Und wenn das Thema doch aufkommt, sagt niemals, dass das Leben zuvor besser war als hier. Regel Nummer 3, denkt dran, wo ihr hingehört. Man wird sich an alles erinnern, was ihr tut. Es ist eine ganz schöne Unterdrückungsgesellschaft hier. Wenn ihr euch ungehobelt verhaltet, wird man auch unhöflich zu euch sein. Wenn ihr es vermasselt, wird es Konsequenzen haben. Vielleicht auch für eure Familien? Das ist aber eine Drohung jetzt. Das droht uns einfach. Das ist schlimm genug, dass wir wahrscheinlich einfach sterben. Aber unsere Familie, ich meine, was soll Kurt da machen? Wie soll er sie verteidigen? Nein, ich miss das Schmierbad. Dann lasst uns zum lustigen Teil der Sache kommen. Tanzstunden. Ja, gerade erstmal so 6 Prinzessinnen abgemurkst und jetzt wird getanzt. Aber gut, guck mal. Ihr habt noch nie Standardtänze getanzt. Aber es war auch eine ungerade Anzahl davor, deswegen, es geht jetzt viel besser auf. Im Dorf haben wir einfach immer getanzt, wie wir wollten. Aber hier müssen wir uns an die Regeln halten. Ich bezweifle, dass König Felix mit mir tanzen würde, wären wir allein. Wer ist das? Tja. Hätte sie jemand weggelaufen? Sie hätte nicht weglaufen sollen. Was passiert jetzt mit ihr? Das wüsste ich. Warte, wird es jetzt gezeigt? No. Was wird mit ihr geschehen? Bestenfalls wird sie bis zur Initiation im Kerker sitzen. Ohne Essen. Bestenfalls? Gut, lass uns zum Einzeltanz kommen. Der traditionelle Tanz, den Frauen vorführen, ist nicht besonders schwierig. Aber ihr seid nur dann wirklich erfolgreich damit, wenn der König seine Augen nicht mehr von euch lassen kann. Wir sind wie Vieh. Wie kleine Kostproben. Okay, alles klar. Macht es mir nach. Hände hoch. Hände runter. Dreht euch. Schnippt die Finger. 1 und 2. Das ist kein guter Tanz. Ja. Ich bin die Königin, das Spiel ist vorbei. Warum müssen wir uns in meiner Kammer unterhalten? Weil es hier keine Kameras gibt. Es sind Kameras im Schloss. Es ist eine Fernsehsendung. Wie dense bist du, Rosi? Es sind überall versteckte Kameras. Ob du es glaubst oder nicht, die königliche Familie ist nicht besonders begeistert von den dauernden Übertragungen. Aber glaube ja nicht, sie haben keinen anderen Weg rauszufinden, was du in deinem Zimmer tust. Pass auf, Rosi. Ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Schlossding nicht so deins ist. Vielleicht möchtest du sogar nach Hause gehen. Das dürfen wir nicht sagen. Nee. Ich glaube, sonst fliegen wir. Das dürfen wir nicht sagen. Bleib geheimnisvoll, traue niemandem. Ja, safe. Vivian respektiert deinen Überlebensinstinkt. Ich möchte nicht nach Hause gehen, Vivian. Ja. Ich möchte bleiben und meinem Land dienen, wie es meine Pflicht ist. Aber ich kann nicht aufhören, daran zu denken, die anderen einen zu großen Vorsprung haben. Ich kenne die Regeln und Gesetze bei Hofe nicht. Meine Mutter hat sie mir nicht beigebracht. Wo ist ihre Mutter überhaupt? Ist sie tot? Wahrscheinlich. Ich verstehe vollkommen. Aber du solltest eine Sache wissen. Ganz gleich, ob du im Schloss bleiben wirst, ob du ausgewählt wirst oder nicht. Du musst dein Bestes geben. Du musst. Wenn sie auch nur für einen Moment glauben, dass du nicht alles tust, was du kannst, werden sie dich töten. Okay. Wie kann der König nur so grausam sein? Das ist er nicht. Er würde keiner Fliege was zuleide tun. Aber unglücklicherweise liegen nicht alle Entscheidungen in seiner oder Prinzessin Fays Händen. Der König und die Prinzessin sind nicht die mächtigsten Menschen hier in... Jiglangeni. Ah ja, genau, richtig. Alter, lacht sie nur. Ich hätte das nicht sagen sollen. Versprich mir bitte, dass du dein Bestes geben wirst, um zu überleben. Ja, hat sie doch schon gesagt. Sie töten nicht nur mich, sondern auch meine Familie zu Hause. Junge! Zu seiner Verteidigung, der König hasst diese Regel. Er würde lieber eure inneren Werte kennenlernen. Aber wie die Dinge nun mal sind. Jeder hat einen Chef, nehme ich mal an. Ich gebe dir Zeit, dich vorzubereiten. Jetzt können wir wenigstens irgendwas anziehen, was nicht dieses hässliche weiße Kleid ist. Ja, dieser Sack ist, den wir gerade anhaben. Versuche zu gewinnen. Ja. Ich muss die Königsfamilie auf meine Seite ziehen. Ich dachte, die haben keinen Einfluss hier. Der König möchte meine Persönlichkeit, meine inneren Werte sehen, nicht? Es muss doch etwas geben, das ich nutzen kann. Blumen. Damit kann ich arbeiten. Und diese traumhaften Seiden... Oh nein, zerschneiden wir die Seidenvorhänge. Dafür kann das noch entscheiden, oder? Designe dein eigenes Kleid und erfinde deine eigene Choreografie.
Okay, ich werde dem Dorf zeigen, dass dieses Dorfmädchen sich nicht an die Regeln hält. Was wollen wir sein? Kostet wieder Diamanten garantiert. Also können wir es einfach anprobieren und dann sagen, ha, schade. Oh, wie ja. Schön. Schade. Ich kann es probieren, aber es wird nicht funktionieren. Trage einfach. Mach mal Schneeprinzessin, warte. Das was sehen? Probiere ein anderes. Schneeprinzessin? Nee, Schneeprinzessin finde ich nicht so gut, muss ich sagen. Nee, das erste ist wirklich schön. Blumenprinzessin, ja. Ja, ja. Ja, gut. Ja, gut. Geh in der Menge unter. Das war's dann aber für diese Folge-Episode. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schaut bei der Easy vorbei, ist in der Infobox verlinkt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss!